Morgen, meine Lieben. Jetzt gehen wir jetzt frühstücken. Bei Patrick ist der Hunger definitiv da, wie ihr sehen könnt. Wir sind alle richtig verhungert. Wir müssen warten, bis Luisa aufgewacht ist. Du hast kein Essen. Magst du ein hart gekochtes Ei? Magst du ein Cornflakes? Magst du Butterbrot? Magst du noch schauen? Guten Morgen, meine Lieben. Wir sind schon beim Frühstück und ich sammle hier Brot ein. Was ist der Brot? Semmel. Soll ich für alle Semmel nehmen? Ich glaube, unsere Kinder sind so die Semmel. Soll ich einfach Brotscheiben aufnehmen? Oder eher nicht? Ich glaube nicht, dass irgendwer Semmel. Also, ich nehme vielleicht einen Kornspitz für den Patrick mit. Oder magst du auch einen Wecker? Nicht so einen Graham-Wecker oder was das ist. Sven. Bahauer. Magst du? Es gibt auch Kürbiskern. Nein. Trinken gibt's auch. Schätze gibt's ja. So eins oder soll ich hier noch Kornspitz nehmen? Und so einen auch. Noch ein Kornspitz und so einen. Papa kann mit mir einen Trinken. Soll ich den Luisa auch mitnehmen, Papa? So, ich trage das mal zum Tisch rüber. Ich zeige euch dann das Frühstück. Also hier gibt es Cornflakes für die Leute, die Cornflakes essen wollen. Was ich auch so cool finde, hier gibt es auch so Babylätzchen und so Tücher. Und hier ist auch die gesamte Baby-Ecke. Da kann man sich zum Beispiel auch schon so Brei zusammenmischen. Hier gibt es Kinderbesteck, Schüsseln, Becher, alles Mögliche. Hier gibt es gepresste Säfte. Und dann gibt es hier die Wurstabteilung. Käse. Hier gibt es ja noch so Warmes. Und zwar gibt es hier Rührei, Speck und ein gekochtes Ei. Hast du gesehen, Schatz, es gibt so Honigwaben. Butter und Margarine. Alles, was man möchte. Hast du für die Lara schon was genommen? Für die Lara? Okay. Die Luisa ist ganz fasziniert, weil schaut mal. Der Monty ist da. Er macht mir Angst. Er macht dir Angst. Gell, ist doch so. Sie hat Angst. Schuppi, schuppi. So, meine Lieben. Mein Husten hat mich noch fest im Griff. Der Papa holt jetzt gerade die Kinder aus dem Kinderclub, weil wir waren jetzt im Zimmer, haben uns, also ich habe mir eine andere Hose angezogen, der Luisa auch eine dickere Hose. Luisa! Oh ja, und wir haben uns hier so einen Kinderwagen ausgeborgt, weil das ist so ein Doppelkinderwagen. Da können beide Kinder mitfahren, also die Lara, weil die ist ja dann auch an einer gewissen Zeit so gehfaul. Und schaut euch mal das an. Also hier ist in unserem Zimmer. Hier ist der Balkon von uns. Und das ist unser Blick. Also ich finde das immer noch so immens. Also wir stehen, also ich stehe da und es ist so nah alles. So arg irgendwie. Ja, und das sind die Kinder. Da drinnen. Da ist nämlich so Indoor-Park, Spielplatz. Zum Streicheln zu werden wir dann auch mal hingehen. Da kommen sie. Wir sind jetzt mittlerweile im Auto und wir fahren jetzt zum Stausee, oder? Ja. Und schaut euch mal an, wie ist das Ambiente einfach alles. Schaut, wie das hier ausschaut. Hier. Das ist einfach so, oh Gott. Oh Gott. Ist das schön hier, Luisa? Boah, also so mächtig, wenn man so mitten in der Natur ist irgendwie. Schau, ist ja mein Vorarlberg. Ach so? Ja. Fahren wir richtig jetzt? Naja, geografisch gesehen sind wir halt jetzt im Vorarlberg. Das ist wahrscheinlich, das trifft sich hier, ne? Türkises Wasser, wunderschön. Ich glaube, unsere Enten würden da Spaß haben. Naja, fix. Aber das Wasser ist heftig. Klar. Nee, es ist nicht klar. Michael, wenn es klar wäre, würdest du den Grund sehen. Und es ist nicht klar. Es ist nur hell. Warum auch immer. Und auf der anderen Seite vom Damm schaut es dann so aus. Boah, ich habe schon Höhenangst. Boah, oh. Ist ja gruselig, bis das noch runtergeht. Kriege ich ganz weiche Knie, wenn ich da runter schaue. Wie schön ist bitte dieser Ausblick hier.
Guckt euch das mal an, hier mit den ganzen Waldblumen, mit dieser Bank, perfekten Ausblick. Die Babys schlafen. Wunderschön. Ist dir nicht warm, Michel? Ist voll heiß hier, oder? Das Wasser ist trocken. Ja. Also Schwimmen ist nicht so cool, oder? Im Stundgalt, oder? Berggewusster. Genau. Oh, oh, oh. Ich hatte mich fest. Ah, das war noch Witz. Der Baba. Das war lustig, komm. Ja, Patrick. Oh, oh, ich habe heute mein Gesicht schon gewaschen. Hey, hör auf. Wir waschen uns noch zu. Nee, ein bisschen rot ist es noch. Können wir weitergehen? Ich kühle mal mein iPhone. Dein iPhone. Ich kühle mal mein iPhone. Darf man hier auch Pipi machen? Hier drinnen? Nein, nicht hier, in einem Baum. Ja, wahrscheinlich schon. Ist das erlaubt? Hey, schau mal, Himbeeren. Ah ja. Hier ist die Stadtmännchen, fressen alles auf. Mmh. Magst du auch, Michael? Boah, die sind mega süß. Mmh. Patrick, du auch? Nicht, dass das Hunde Pisshöhe ist. Das sind keine Hunde. Geiss. Da war grad dieser Mops. Der hat bestimmt auch gepisst. Es ist eh trocken. Michael, machst du auch? Nehm, geh es im Bach waschen. Lara, die Lara schläft. Papa macht auch? Ja, okay. Die Mäuse schlafen schon wieder zusammen. Mal sehen. Bei diesem schönen Bergluft. Der Party geht seine Himbeere waschen. Du bist so ein Stadtmensch, ey. Hey, drüben sind auch noch welche, oder? Nein. Schaut so aus, irgendwie so rot, aber ich weiß nicht. Meine Lieben, wir sind jetzt von unserem Wandern wieder zurück zum Essen. Alle haben Hunger, oder Baba? Mhm. Ist gut? Polenta? Mal eine andere Sache. Kartoffeln, so lecker. Ich gab's früher immer im Kindergarten. Bratkartoffeln. Au. Oh. Und ich habe hier so eine Gemüsesuppe für die Luisa. Heiß. Ach. Oh, heiß. Heiß. Sehr brav. Aufhören. Hallo. Das ist gelbe einmal. Valente. Mal liegen. Das ist ein Kuchen, oder? Ich glaube, ich habe im Backofen gemacht. Aber ich lecker. Ne? Mama, ist das drin? Heute? Wie ist das? Von mir. Nein. Mama, wie spät ist es heute? Es ist heute 13.40 Uhr. Schau mal in die Uhr. Ja. Schmeckt deine Suppe, Lara? Hm. So, meine Lieben, wir fahren jetzt los. Meine E-Mail. Wir fahren jetzt los nach Ischgl. Also, wir fahren jetzt quasi zurück. Und wir fahren nach Ischgl, das ist so schön, sind wir nämlich schon vorbeigefahren. Bussi fahren. Was? Bussi fahren. Was fahren wir? Bussi fahren. Bussi fahren. Eine Gondel ist das, Schatzi. Da fahren wir nämlich dann mit der Gondel. Bin ich echt auch gespannt, wie das so sein wird. Ich bin schon urlang nicht mehr Gondel gefahren. So, meine Lieben, schaut mal, wir sind jetzt in der Gondel. Die ist riesengroß. Wir haben sogar unseren großen Kinderwagen dabei. Papa kämpft jetzt noch, weil wir das Dach falsch montiert haben. Ist besser? Das ist eine kleinere. Nee, Schatzi, die sind alle gleich groß. Schaut euch mal an. Da muss ich ehrlich sagen, habe ich gar nicht so viel Höhenangst. Das geht. Weil ich den nicht direkt. Ja! Die ist riesengroß. Und auch der Schieß? Nee. Du kannst auch vorne gehen zu den Kindern. Ich kann jetzt nicht mehr überspringen. Sicher, du kannst durchsteigen. Doch. Magst du zum Patrick gehen, Luisa? Nein. Wieder kommst du?
schon hoch, oder? Hast du Angst? Dieses Rütteln finde ich nicht so gerade cool, aber ja, bitte. Ich auch nicht. Oh. Niemand findet das cool. Ich habe Angst wegen den Bergen. Oh. Schaut mal, da rinnt auch Wasser runter, ja, weil man das boah, erkennen da, kann. Da unten, wie tief das ist jetzt. Wo jetzt? Oh mein Gott. Oh, das ist halt echt. Bleibt mir sogar der Tischbucke im Hals. Aber da runter zu gucken, schau mal, der Schatten von unserer Gondel. So, meine Lieben, ich und die Kleinen fahren nochmal zurück, weil es ist so, dass hier gibt es auch nochmal so ein Sessellift und ich traue mich nicht Sessellift fahren mit der Lisa, ohne sie in der Trage zu tragen. Und die haben die Trage im Auto gelassen. Deswegen fahren wir nochmal runter und holen die Trage. Und diesmal können alle gemeinsam. Genau, weil es ist ein großes Sessel. Ich meine, ich habe schon Angst vom Sessellift fahren. Aber wenn ich die Luisa so hoch habe, dann habe ich panische Angst. Weil sie ist so, die Luisa weiß ja nicht, dass wir hoch sind und dass sie nicht bitte, also dass sie bitte ruhig sein soll. Da habe ich so Panik, deswegen muss ich meine Trage holen. Ja, jetzt fahren wir mal wieder 18 Minuten runter und dann wieder rauf. So, wir sind jetzt einfach umsonst runtergefahren, um die Trage zu holen. Weil leider dürfen wir nicht mehr mit dem Sessellift fahren, ist zu. Also 15.30 Uhr war die letzte Fahrt. Da war ich gerade unten, oder? Toll, oder? Das hätten wir uns eigentlich auch voll sparen können, aber ja. Ich würde mal sagen, wir fahren jetzt unten, weil schon die meisten gehen schon. Okay, ja, und die letzte Talfahrt mit der Gondel ist ja auch um 17 Uhr. Und wir haben ein bisschen Stress, dass wir da bleiben müssen. Stellt euch das vor, wir müssen einen ganzen Berg. Wir fahren 18 Minuten rauf und gehen in drei Tage nach unten. Mit dem Gondel dreimal gefahren. Ja. Bis zum vierten Mal. Yay! Wir sind schon wieder bei uns im Hotel und wir werden jetzt gleich Abendessen. Das letzte Essen jetzt mit dem Papi. Ich bin schon ein bisschen traurig. Also ein bisschen, bin ziemlich traurig. Ja, der Papa muss halt morgen wieder arbeiten gehen. Deswegen ja, fährt er heute. Und er fährt jetzt mit dem Auto nach Hause und wir fahren dann mit dem Zug. Am Mittwoch. Ja, also das ist ziemlich cool, weil da ist eine Busstation und mit diesem Bus fährt man dann zum Bahnhof. Das hat mich so erschrocken. Upsi. So, wir holen uns jetzt auf einmal für die Kinder was zum Essen. Luisa, du weißt, dass wir eigentlich nicht hier uns unser Platz ist. Die Kinder. Tschüss. Tschüss. Wir gehen jetzt in den Kinderclub und wir haben jetzt unsere Suppe bekommen. Schaut mal. Knoblauchsüppchen. Oh mein Gott, schaut euch mal mein Essen an. Ich habe Kabel. Stimmt, ja. Aber bitte, mein Essen ist schaut. Also mein Essen hat gewonnen. Oder Baba? Optisch gesehen hat es gewonnen. Nein. Okay, doch. Du denn nicht unbedingt? Von der Optik. Ja, okay, Schnitzel ist auch okay. Aber dein Fisch hat wirklich gut aus. Magst du auch kosten? Nein. Oh, schaut mal euch diesen. Boah, schaut mal rüber. Der wird ja noch extremer. Ja. Wir machen es wie. Oh. Und dann den Kanal. Das war's. Hoffe mal. Voll schön. So, Luisa, bitte. Nein, du hast keine Gummistiefel an. Luisa, nein. Keine gute Idee. No. Nein. Nein. Genau das Gegenteil. Ja, die Kinder werden automatisch vom Pfützen angezogen. Luisa. Luisa, da bleiben. Warte, lauf hinterher. Baby, komm her. Ich würde jetzt am liebsten. Luisa! Die Matschbimse. Nein, nicht die Matschspitze. Papa! Warte nach Hause! Oh, okay. Ja, nicht? Ich kann auch Feuer fassen, ja? Wir bleiben noch, Laura. Warum? Hey, warte, die Männerumarmung muss ich auch auf.
Mama, jetzt ist da Polstar. Wir lieben dich, Papa. Fahr gut vorsichtig, ja? Tschüss. Schaut mal, was wir heute gefunden haben. Es gibt sogar einen Whirlpool hier. Ich bin voll leid, dass wir das mit Papa nicht entdeckt haben. Aber da ist das Wasser super warm. Richtig gut. Dann gibt es noch einen anderen Pool auch. Okay. Oh, das ist gerade so cool. Ja, Papa ist leider gefahren. Und hier. Bleibt der Papa nicht bei uns? Der Papa muss arbeiten. Die Lara hat es bis kurz bevor der Papa weggefahren ist, nicht verstanden, dass der Papa überhaupt weggeht. So immer, Papa, wo gehst du denn hin? Ja. Wir genießen jetzt mal hier ein bisschen den Pool und melden uns dann ein bisschen später, weil es ist niemand da. So, den Kindern war jetzt ein bisschen langweilig beim Whirlpool, deswegen sind wir jetzt wieder hier. Oh, langsam mit dir ins Wasser, gell? Ich finde es cool, dass hier auch so Wassertiere sind. Ja. Langsam, Michelle, ja? So, meine Lieben, wir sind schon länger zurück. Ich habe schon mein Pyjama an, deswegen so vlogge ich jetzt kurz so. Der Patrick hat sich hier in sein Zimmer verzogen. Der guckt jetzt SpongeBob. Schläfst du? Nein. Die Lara ist bei mir im Zimmer, schaut ein bisschen iPad. Luisa ist schon eingeschlafen. Hier schaue ich gerade einen Film, der ist aber bald zu Ende. Und die Michelle ist in ihrem Zimmer und macht Musical.ly's. Machst du Musical.ly's? Ich habe schon mit dem Papa telefoniert. Also, kannst du ja so umdrehen. Ja, ich habe jetzt auch mit dem Papa telefoniert. Dem geht's gut. Der ist richtig gut vorangekommen. Aktuell ist er jetzt in Salzburg. Er ist aber 3 Stunden unterwegs schon. Das heißt, er braucht noch ungefähr 3 Stunden, dann ist er schon zu Hause. Yay! Und ich werde mich jetzt auch vom Vlog verabschieden, meine Lieben. Danke euch fürs Zuschauen, mein blöder Husten. Ja, ich muss noch Haare föhnen, weil wir haben natürlich geduscht nach dem Schwimmen. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis morgen vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich morgen vlogge. Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Vielleicht schon. Also bis morgen dann. Tschüss.